Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu dem für mich ganz besonderen Video. Es ist mein Weihnachtsspecial. Ich möchte ein paar Worte an euch richten und ich habe eine richtig große Verlosung für euch. Bleibt also unbedingt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir haben Weihnachten 2020 und das war so ein aufregendes Jahr und ein so ereignisreiches Jahr, sei es, was da draußen so alles vor sich geht, aber auch hier auf meinem YouTube-Kanal ist so viel passiert und ich bin so stolz auf das, was wir geschafft haben, das, was ich produziert habe und ich bin ganz besonders stolz auf euch. Mittlerweile sind wir über 3000 Schmetterlinge hier auf meinem Kanal im Schmetterlingsschwamm und es ist einfach so schön, zu sehen, wie sich das entwickelt und meine Leidenschaft, die Videos zu machen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, das gebe ich so gerne an euch weiter und ich bin so dankbar dafür, dass ihr euch auch dafür interessiert, dass ihr meine Videos schaut, dass ihr den Daumen nach oben drückt und kommentiert, dass wir in so einem liebevollen Austausch zueinander stehen, dass ich mich mit diesem Video hier nochmal ganz besonders bei euch bedanken möchte und darum gibt es jetzt eine richtig große Verlosung. Ich habe insgesamt 4 Gewinnerpakete, also es wird 4 Gewinner geben. Wir schauen die jetzt der Reihe nach durch und am Ende sage ich auch nochmal ein paar Worte. Der 4. Preis ist einmal dieses Paket hier, das ist die Trendradar Trendbox vom Dezember 2020, die ich ja auch frisch hier auf meinem Kanal ausgepackt habe. Es ist die Let It Glow Edition. Mir hat sie sehr gut gefallen und es sind schöne Schätzchen damit dabei. Ich verlinke euch das Unboxing mal im i, falls ihr es noch nicht gesehen habt und euch noch anschauen möchtet. Und ja, das ist der 4. Platz. Da gehe ich jetzt also nicht weiter auf die einzelnen Produkte ein. Der 3. Platz ist ein Pflegeset von Nivea. Da habe ich hier dieses Set gekauft. Und da sind ganz viele verschiedene Produkte drin. Ich habe sie euch bei meinem Black Friday Haul auch schon mal kurz gezeigt gehabt. Aber ich mache es jetzt auch noch mal kurz. Hier seht ihr sie alle komplett. Man hat hier ein riesiges Micellen-Shampoo drin. Deckel bleibt auf. Dann haben wir hier eine Lippenpflege, eine Öldusche, dann Micellenreinigungstücher, ein Bodysoufflé Kirschblüte. Da hat mir auch jemand von euch geschrieben, dass die ganz, ganz toll sein soll. Dann haben wir noch in der Variante Kirschblüte eine Handcreme hier mit drin und dann auch noch eine Gesichtspflege. Also das ist der 3. Platz. Der 2. Platz ist dann etwas Dekoratives, nämlich dieses Set hier von Essence, Julia's Melody Box. Und da gibt es ein paar Make-up-Produkte drin, die jetzt relativ neu herausgekommen sind. Das ist wie so eine hübsche, ja, so Influencer-Box hier eigentlich gepackt. Man hat hier eine Karte drin, wo Julia abgebildet ist, mit der die Box entstanden ist. Man hat hier eine süße Lidschattenpalette drin, eine Mascara, einen transparenten Lipgloss, ein mattierendes Puder, ein Armband, einen sehr speziellen, schönen Nagellack, ein paar Körpertattoos und hier in die Palette schauen wir mal kurz rein. Da will ich euch noch kurz die Farben zeigen. Die Schutzfolie lasse ich da natürlich drauf. Aber es sind sehr, sehr schöne Farben. Man hat auch so einen Eyecatcher hier mit drin mit diesem schönen Türkis. Und ansonsten sehr schöne alltagstaugliche Farben. Aber auch, ich finde, das ist ein gelungenes Set. Und bin schon fast ein bisschen traurig, dass ich es nicht zweimal, also auch quasi auch einmal für mich gekauft habe. Und der 1. Preis ist dann nochmal ein ganz besonderes Paket. Das ist nämlich diese Box hier, die ich selbst für euch gefüllt habe mit ganz vielen verschiedenen Produkten. Und die zeige ich euch jetzt alle im Einzelnen. Und das 1. Produkt in dieser Box ist ein Produkt, wo im Markennamen ein Schmetterling mitzusehen ist. Und darum musste ich da nicht lange überlegen, das euch mit einzupacken. Das ist diese Tube hier von der Marke Mikura. Das Body Scrub 2-in-1, ein Body Wash and Scrub Gel, also eine Körperseife und ein Körperpeeling in einem. Und das ist das allererste Produkt. Das 2. Produkt ist auch eine ziemlich große Tube, aber von der Marke Secret. Da haben wir die Milk and Honey Body Lotion, auch mit 200 Millilitern. Die packe ich euch damit hinein. Dann geht es weiter mit etwas Gesichtsreinigung. Da habe ich hier diese Schachtel von Yorgobe. Eine Peel-Off-Maske ist das. Ich habe die auch hier noch bei mir einmal zu Hause, aber noch nicht verwendet. Sie ist speziell auch geeignet für
mit Menschen mit Mischhaut oder mit fettiger Haut. Also solltet ihr jetzt vielleicht trockene Haut haben und dieses Paket gewinnen, dann könnt ihr das ja vielleicht weiter verschenken. Es ist eine Peel-Off-Maske, die Poren tief reinigen soll und die Poren minimieren soll. Und dann habe ich hier noch ganz viele andere Produkte stehen. Ich weiß gar nicht, was ich euch als nächstes zeige. Ich glaube, ich mache weiter mit dieser goldenen Tube hier. Fix & Rouge ist da die Marke. Und die habe ich jetzt in diesem Jahr mit vielen Produkten ja kennenlernen dürfen. Dieses Produkt hier habe ich auch noch einmal bei mir. Und das hier ist das Renew and Refine Pore Detox Revival Serum. Ein Gesichtsserum. Und ich dachte mir, so mit dieser goldenen Verpackung passt es sehr gut zu dieser Weihnachtsverlosung. Meiner Meinung nach passte auch dieses Produkt hier sehr gut in diese Weihnachtsverlosung, denn da haben wir von LOV oder Love. Die meisten von euch sprechen es Love aus, habe ich in den Kommentaren erfahren. Das Luxury Oil. Caring Oil for Face, Body and Hair. Ihr könnt es also für verschiedene Bereiche verwenden, nicht nur fürs Gesicht, sondern auch für die Haare und den Körper. Es hat hier so goldene Glitzer-Dinger drin und darum dachte ich mir, passt es auch sehr gut in diese Verlosung. Ich glaube, man sieht die aber leider gar nicht so gut, weil das so eine Milchverglasung ist. Ja, aber das ist ein sehr schönes Schätzchen, denke ich, womit man vielerlei Möglichkeiten hat. Dann habe ich hier noch eine goldene Tube und zwar von Etrebelle Golden Skin, die Caviar Day Cream ist das. Also mit 15 Millilitern eine Tagespflege, wo Kaviar und Gold enthalten soll. Also darum ist das auch mit hier in dieser Box gelandet. Dann haben wir aber auch noch ein paar Lippenprodukte und ich glaube, ich fange jetzt mit einer Lippenpflege an. Da habe ich diese Schachtel hier von Lord & Barry. Die Lip Oil Potion ist das. Das ist ein pflegendes Lippenöl, was man sich mit wie so einem Lipgloss mit einem Applikatorfüßchen aufträgt und ich liebe Lippenöle. Außerdem habe ich dann noch einen Lippenstift in dieser kleinen Schachtel hier. Der ist von Memi, ein Satin Luxe Lipstick. Und da zeige ich euch gerne mal die Farbe. Ich versuche hier die Schachtel mal ganz vorsichtig aufzumachen. Das ist einmal der Lippenstift und der hat ein ganz besonderes Packaging. Es ist hier komplett silber und man drückt hier an dem einen Ende auf und dann kann man den Lippenstift herausziehen. Ich drehe ihn jetzt nur mal kurz hoch und dann auch gleich wieder zu. Es ist ein schöner, heller Nude-Ton, wo ich mir jetzt einfach erhoffe, dass sehr vielen gefallen wird und auf vielen stehen wird und darum habe ich den ausgewählt für diese Verlosung. Außerdem packe ich euch noch einen Eyeliner mit hinein von der Marke Sandstone. Das ist der Eyeliner Kohl, der ist in Schwarz. Ich glaube, den muss ich jetzt nicht extra auspacken, aber der landet da auch mit drin. Und um den Augenlook noch zu perfektionieren, könnt ihr auch noch diese Mascara hier gewinnen. Die kenne ich bereits, die ist auch wieder von Love. Und die hat ein ganz besonderes Packaging. Das ist so Roségold mit so Rosen drauf. Es ist hier noch komplett zugeklebt, weil ich es gar nicht erst aufgemacht hatte. Das lasse ich jetzt darum auch so. Aber es ist eine ganz schöne Mascara. Und um dann noch die Fingernägel aufzuhübschen, packe ich euch in dieses Gewinnerpaket noch diesen Nagellack hier mit hinein von Barbour in dieser ganz besonders schönen Farbe. Ich finde diese Farbe so unfassbar schön. Es ist nicht einfach nur ein Rot, es ist aber auch nicht einfach nur ein Bärenton. Es ist irgendwie so ein spezieller Mix aus beiden. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Außerdem habe ich dann hier noch einen Blush für euch. Der ist von der Marke Manacadam. Das ist der Blossom Blush and Highlighter. Und ich glaube, den zeige ich euch auch einmal kurz. Den habe ich hier auch schon bei mir da und ich liebe ihn. Er macht einen richtig schönen Glow gleichzeitig mit aufs Gesicht. Und er hat auch eine ganz tolle Prägung. Ich nehme hier mal kurz die Schutzfolie raus und dann seht ihr ihn hier. Es ist ein ganz toller, man kann alles miteinander mixen, man kann es aber auch etwas getrennt auftragen. Und die Farben finde ich sehr, sehr schön. Dieses silberne Schmuckstück hier aus dem Me Lovely Adventskalender packe ich euch auch mit in diese Verlosungsbox. Das ist einfach ein schönes Armkettchen, was ein bisschen kräftiger ist. Und dann habe ich hier noch von Malik Schmuckstücke. Das sind Ohrringe. Die sind Gold und haben jetzt passend zum Winter und zu Weihnachten so kleine Sternenanhänger dran. Und so ganz kleine Strasssteinchen sind es, glaube ich. Also nicht wirklich groß sind die Strasssteine,
aber ich finde diese Ohrringe sehr schön. Und dann habe ich noch ein letztes Produkt für diese Gewinnerbox und das ist ein Parfüm. Und da haben wir von der Marke Otto Kern das Floral Eau de Toilette. Also es ist kein Parfüm, sondern ein Eau de Toilette und es ist eine eher blumige Duftkomposition. Es hat ein ganz besonderes Packaging, das zeige ich euch auch gerne nochmal kurz. So sieht der Flakon erstmal ziemlich schlicht aus, aber wenn ihr es vor einem weißen Hintergrund zum Beispiel stellt, dann sieht man da im Hintergrund eine richtig schöne Blüte und ich finde es total schön gemacht. Die Duftbeschreibung klang auch ziemlich gut, aber ich habe so viele Parfüms mittlerweile da, dass ich mir dachte, dass das ein schöner Duft sein könnte, der vielen von euch gefällt. Und darum habe ich den für diese Verlosung ausgewählt. Hier habt ihr die Produkte nochmal alle in der Box und damit habe ich euch alle vier Gewinnmöglichkeiten gezeigt. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, dann seid bitte Abonnent meines Kanals, gebt meinem Video einen Daumen nach oben und schreibt mir einen lieben Kommentar mit dem Hashtag Christmas, damit weiß ich, dass ihr teilnehmen möchtet. Und Christmas ist jetzt auch für mich noch das Stichwort für meine abschließenden Worte zu diesem Video. Ich wünsche euch allen natürlich ein richtig schönes, besinnliches, wenn auch vielleicht etwas ruhigeres als in den vergangenen Jahren Weihnachtsfest. Wir machen einfach das Beste draus, genauso wie zum Jahreswechsel. Ich wünsche euch einen guten Start im kommenden Jahr, einen guten Rutsch. Es wird sicherlich jetzt auch zwischen Weihnachten und Silvester auch nochmal ein paar Videos von mir geben. Aber ich möchte eben dieses spezielle Video hier nutzen, um euch allen schöne Festtage und einen guten Rutsch zu wünschen. Und möchte euch ganz viele Umarmungen schicken, uns ganz viel Liebe dalassen und mich ganz herzlich einfach bei euch bedanken. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, eure Nicole.